Der Markus hier von Camp Your Life. Heute geht es mal ums Thema Vorzelt und Einziehen in den Wohnwagen. Da will ich euch einfach mal zeigen, was ich mir überlegt habe, um uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen beim Einziehen. Weil ich denke mal, der eine oder andere hat auch schon die Erfahrung gemacht, wenn er dann hier sein Vorzelt einzieht. Der eine ist unterm Vorzelt verschwunden und rückt danach. Der andere hängt dran wie so ein Affe am Schleifstein und zieht. Also das ist schon immer eine ganz schöne Aktion und da habe ich mir einfach was überlegt und das möchte ich euch in dem Video einfach mal zeigen. Bevor wir loslegen, möchte ich mich erstmal bedanken bei euch für eure rege Anteilnahme für die Abstimmung. Wir haben ja eine Abstimmung gemacht, für ob ihr interessiert seid an anderen Videos, also Kochen, Backen oder auch Sportvideos unterwegs beim Campen. Und ihr habt mit 70-30% für Ja gestimmt. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir mittwochs noch ein Video von dieser Art einstreuen und sonntags, wie gewohnt, kommt dann hier sowas in der Art. Mittwoch um 18 Uhr. Mittwoch um 18 Uhr, genau. 18 Uhr bleibt gleich, aber dafür Mittwoch. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und drückt die Glocke und somit verpasst ihr kein neues Video mehr. Okay. Ja, und du hast was vergessen. Ich habe was vergessen? Du hast was vergessen. Danke für eure Treue und die jetzt über 6.000 Abonnenten. Ja, mega. Das stimmt. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Also über 6.000 Abonnenten in so einer kurzen Zeit. Wir sind total begeistert und ja, vielen Dank dafür. Ja, es beflügelt uns, immer weiterzumachen und nach neuen Ideen zu suchen und uns einfallen zu lassen. Wirklich vielen, vielen Dank. Genau. Okay, jetzt legen wir mal los. Das Vorzelt liegt hier schon bereit. Wir haben jetzt immer, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn jetzt der Rasen nass ist oder was, weil es gibt dann relativ schnell Grasflecken auf eurer Zeltplane. Deswegen legen wir dann immer irgendwas unter. Hier einfach so eine billige Plane. Das reicht schon aus. Und dann fangen wir hier unten mit der Ecke an. Ihr könnt es euch leichter machen, wenn ihr hergeht und nehmt eine Sprühdose. Das kann Silikonspray sein. Also ich habe Silikonspray genommen und die Kederschiene einfach vorher einsprühen. Dann ja, macht ihr es euch auch noch mal ein bisschen einfacher. Und dann habe ich hier diese Artikel, die ich hier benutze. Verlinke ich euch auch wieder unten in der Videobeschreibung. Das ist einfach nur eine Umlenkrolle aus Edelstahl. Dann hier so ein kleiner Schäkel. Da könnt ihr aber auch einen Karabiner nehmen. Ich würde euch Edelstahl empfehlen, weil es halt einfach robuster ist. Aber hier so Edelstahl ist super. Und dann hier so eine Öse, eine Ringöse mit einem, ja, mit so einem Keter. Das wird in den Keter eingeführt und dann verschraubt. Zeige ich euch aber alles, wie das jetzt funktioniert. So. Ihr nehmt einfach die Öse und führt sie einfach in die Kederschiene ein. Ob das jetzt von unten ist oder ob das jetzt wie bei uns hier oben ist, einfach hier reingesetzt und dann bis nach oben geführt. So, und dann durchdrehen, rechts drehen, arretiert ihr das Ganze. Das heißt, das wird dann fester, zieht das schön an. So, und dann hängt das hier runter. Die Schnur habe ich eine 8 mm Schnur genommen. Ihr könnt auch eine 6 mm Schnur nehmen, würde auch funktionieren. Allerdings, die 8 mm, die liegt einfach besser in der Hand. Die könnt ihr dann besser ziehen, als wenn ihr so eine dünne Schnur nehmt. Die schneidet dann allen in die Finger. Also da habe ich jetzt eine 8 mm, aber wie gesagt, das könnt ihr dann selbst entscheiden. Dann nehmt ihr das andere Ende hier und das wird am Vorzelt befestigt. So. So, ihr habt meistens hier vorne irgendwelche Laschen oder auch hier so Ösen drin, gibt es auch Vorzelte mit Ösen. Da könnt ihr euer Seil einfach befestigen und dann könnt ihr schon loslegen mit dem Einziehen. Wie gesagt, am besten mit zwei Mann geht es am besten, am einfachsten.
So, wir sind hier. Okay. So, das ist jetzt meistens der einfachere Part. Und jetzt, wo ihr das ganze Gewicht vom Vorzelt hier oben rüberziehen müsst, da kommt dann hier unsere Zughilfe ins Spiel. Das Seil ist hier, dann holen wir uns das andere Ende gleich. So, und jetzt haben wir hier das andere Ende. Okay. Und ziehen uns das Vorzelt hier ganz einfach in die Kederschiene ein, ohne große Anstrengung. Dann immer wieder nachziehen. Ihr seht, was ihr euch jetzt hier erspart ist, immer euren Tritt hier weiter zu rücken. Oder einer ist hier unten drunter, bei vielleicht in Italien ein paar 30 Grad und ist dann hier unten am Machen, am Tun. Habt ihr wahrscheinlich auch schon die eine oder andere Auseinandersetzung mit eurem Partner gehabt. Aber so ist es einfach viel, viel bequemer. Ihr zieht hier an dem Seil, das Zelt kommt ganz bequem nach. Und wir müssen dazu sagen, also das Zelt, was wir jetzt hier gerade einziehen, hat über 30 Kilo. Ja? Also das ist schon eine Hausnummer. Wenn ihr ein Gestänge-Vorzelt einzieht, dann geht das noch einfacher, weil ihr diese ganzen Luftbälge hier nicht dabei habt. Ihr habt ja die Stangen außerhalb. Also ihr seht, selbst aber mit so einem schweren Vorzelt funktioniert das einwandfrei. So, dann könnten wir das Ganze dann, wenn wir jetzt noch ein Stück weiterziehen wollen, können wir hier den Schägel verstellen, können den dann hier wieder festmachen und ziehen dann das letzte Stück noch rein. Und ja, das war das ganze Spiel. Das waren jetzt, naja, wie lang? 2 Minuten ohne große Anstrengung mit 2 Mann. Ich habe es auch, wie gesagt, schon mit einer, also alleine gemacht. Das ist allerdings ein bisschen hakeliger, aber mit einer zweiten Person funktioniert das viel, viel besser. Ja, das war schon das ganze Video heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, lasst mir gerne ein Abo da. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann, wie gesagt, werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video machen. Das sind ja jetzt 2 Videos die Woche. Und ansonsten, wir sehen uns nächsten Mittwoch, 18 Uhr. Und bis dahin, camp your life. Tschüss.